Neue Woche, neuer Weekly Blog. Herzlich willkommen. Alle schon mega busy. Jenny schon mega busy. Ich gehe jetzt erstmal schnell ans Bügeln. Da ist ein bisschen was aufgelaufen. Und ja, ansonsten gibt es eine Menge zu erledigen schon heute am Montag. Ja, let's go. So, rein ins Recording. Podcast, Montag, ihr wisst Bescheid. Letzte Deal. Hier. Ja, an. Nur noch Jenny muss ich anstöpseln und ja, let's go. Und ist es nicht herrlich, das Wetter? Herrlich. 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 Hast du was zu sagen? Mm-mm. Okay. Alles set. Set. Let's go. Ja, Podcast ist drinne für am Montag, aber auch hier jetzt da drüben. Es werden Plätzchen abgepackt. Plätzchen, die gebaked wurden, ja, die müssen auch den Weg zum Endabnehmer finden. Deswegen ist die Jenny gerade hier alles. Ach, der Harrison. Der Harrison hat Angst vom Staubsauger. Vom Roboter hier. Genau, muss abgepackt werden, Namen muss drauf und dann sich Gedanken gemacht werden, wann das Ganze rausgeschickt wird. Harrison. So, ich mache dann mal Dubai-Schokolade. Wir haben ja schon im Juni, glaube ich, die Dubai-Schokolade von der Kiki bestellt gehabt und probiert. Hat super geschmeckt. Jetzt mache ich das Ganze selbst. Auf Wunsch von einer Person oder einem Kind probiere ich das Ganze jetzt aus. Irgendwie habe ich kein richtiges Rezept dazu gefunden. Die Zutaten sind klar, ist ja nicht schwierig. Wir probieren es einfach. Ich habe einfach Konfitüre genommen, habe da jetzt gar nicht viel Palaver gemacht hier. Kommt es ins Wasserbad mit einem Stückchen Kokosfett und dann geht's weiter. Also ich hacke die Schokolade jetzt natürlich erstmal schön klein. So, jetzt kommt das Ganze aufs Wasserbad. Wichtig, dass das Wasser die Schüssel nicht berührt. So, jetzt kommt das Engelshaar in den Topf, Pfanne. Ich habe so eine Topfpfanne oder wie auch immer man das nennen mag. Mit einem Stück Butter und dann wird es angebraten. Also ich werde jetzt nicht mit verschiedenen Schokoladen hantieren, ich mache einfach mal so ein bisschen Glitzerpulver hier rein, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ich habe auch keine Schokoladenform, ich benutze hier so eine Lasagneform. So, das Kadayif ist jetzt mit Butter angebraten, das gebe ich jetzt um, dass es nicht noch weiter braun wird. Gieße ich mal die Schokolade so ein bisschen hier rein. Also verteile das hier auch mal ein bisschen großzügig über die Ecken. Werde es kühl stellen. So, jetzt, das war ein bisschen flüssig, gebe ich hier so einen Esslöffel von dem Tahini rein. So, und jetzt die One and Only Pistaziencreme von der Kiki natürlich ein Glas. Das Ganze natürlich schön durchmischen. Kommt die Füllung hier drauf, also in die Schokolade rein. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Füllung gemacht. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ich streiche das nochmal schön glatt. Die restliche Schokolade als Deckel obendrauf. So, jetzt gibt es noch ein halbes Rezept Buttergebäck. Für morgen
für quasi Kinderbacken. Ich bin ja schon fertig mit dem Gebäck. Das Video dazu gibt es dann auch zu Weihnachten. Aber ihr könnt auch bei TikTok und Instagram gucken, da lade ich die Rezepte einzeln hoch. Aber jetzt, wie gesagt, gibt es nur ein halbes Rezept. Dann Puderzucker mit hinzu. Dann Zucker mit hinzu. So, jetzt war der Akku zwischendrin leer. Also da ist jetzt noch Butter mit dabei und ein Ei. Und jetzt wird das Ganze zu einem Teig geknetet. Hast du gesagt, ja. Das ist süß, gell?